Praxis, Mr. Henke, ich bin hier im Hotelzimmer und blicke gerade aus dem Fenster. Es ist so 16 Uhr nach dem ersten Tag hier in Bremen, besser gesagt in Delmenhorst, unweit entfernt von Franz Schumanns Lokal. Und ich werde euch jetzt ein Hotelzimmer zeigen, nämlich das von Maverick. Maverick ist noch nicht da, er ist noch im Fitnessstudio. Bisschen Workout, hat sich gestern an der Schulter verletzt und ich werde euch jetzt zeigen, wie es hier so aussieht in diesem Hotelzimmer. Ich werde hier kurz wegschwenken. Ja, hier sehen Sie mal die Tür, wo man reinkommt. Das ist eher unspektakulär. Hier hängt mein Mantel. Dann geht es hier weiter. Hier sehen Sie es. Es ist eine Art Vorraum mit Bad. Bad ist gut, also es gibt eine Abwasch, aber hier putzt man sich auch mal die Zähne. Naja. Dann geht es weiter, hier hängt mein Handtuch. Mein Handtuch ist richtig, denn ich schlafe hier mit Maverick. Das ist das Zimmer. Hier bereits ein wenig Stuff, Schlafsack, Video-Equipment. Im Kasten, da kann man einigen Sachen reinkommen. Schauen wir mal rein. Ja, das ist Mavericks Bag. Und das hat mich angewidert heute morgens. Maverick hat ca. um 8 Uhr, 9 Uhr morgens ein ganzes Päckchen Reiswaffeln verdrückt und so laut, dass ich geglaubt habe, irgendeiner schnitzt sich irgendwas mit Styropor. Und das war wirklich nervend. Also Maverick, in Zukunft bitte keine Reiswaffeln mehr kaufen und die nicht in der Früh essen. Okay, wir gehen weiter. Was gibt es hier noch? Eigentlich nichts. Fernseher hat jedes Hotelzimmer, ist klar. Hier habe ich schon meinen Stuff abgelegt. Videos gibt es wie immer ein paar. Dann gibt es... Was gibt es hier noch? Geld, ein Portemonnaie. Hier Blick aus dem Fenster raus. Das ist Verkehr. Apropos Verkehr. Verkehr ist ziemlich scheiße hier in ganz Bremen, in der Gegend. Total Traffic, Rush Hour, fuck that. Und hier Mavericks Corner. Hier sehen Sie hier Lost Phoenix. Denn Maverick heißt jetzt Lost Phoenix. Das ist, glaube ich, wenn ich das mache, wieder mich etwas, naja, verwarnen, sage ich mal. Das sind Mavericks Tights. Ich möchte da jetzt nicht zu sehr, aber hier steht, es ist Lost. Denn er heißt jetzt Lost Phoenix. Und hier die Shin Guards. Also ich werde hier nicht viel angreifen. Hier Mavericks Tasche. Was haben wir hier drin? Auch das Übliche. Für die Haare was, die Boots. Und wieder ein schönes Oberteil. Wenn das Didier Gab sieht. Naja, okay, Folks, das war's. Ich werde jetzt was essen gehen und anschließend am Abend wieder vor dem Ring stehen und filmen. Denn heute ist Day 2 angesagt. Heute sehen wir unter anderem, ich habe nicht die ganze Karte jetzt im Kopf, aber wir sehen unter anderem Franz Schumann gegen Alex the Iceman. Dann haben wir unter anderem noch kein schlechtes Match, und zwar ein Leiter-Match zwischen Michael Kovac, dem Medienstar, und Mr. Natural Wonder. Plus natürlich wieder Maverick im Tag Team heute mit einem anderen Mann. Gestern war es Cybernick, heute ist es Mr. Vane. Tja, den Rest der Card wird uns dann sicher Peter William vor Ort bekannt geben. Bis dann, Folks. Take care and good night. So, liebe Wrestling-Freunde, wir sind jetzt hier zurück beim zweiten Tag der NWR Germany in Brinkum und natürlich wieder hier Mr. Henke. Ja, grüß Gott, Herr Peter. Ich bin ausgeschlafen. Es war ein, ja, ich muss sagen, ein sehr guter erster Tag dieser Hardcore-Day und heute ist Tag 2, heute ist Leiter-Match-Tag. Was sagen Sie dazu? Ja, man muss aber dazu sagen, nicht jedes Match ist natürlich ein Leiter-Match, sondern klar, ja, nur der Main-Event heute. Der Opener ist ein Singles-Match, den ersten Mal haben Sie bereits im Ring gesehen. Es ist Prinz Zephy oder Prinz Zephy aus Frankreich und die Musik seines Gegners kennen wir auch. Ja, und wir haben ihn vorher mal gefragt. Wir haben ihn gefragt, ja. Was er denn so von der NWR Germany hält. Ja.
soll! Ich habe nichts verstanden. Ah ja. Kasul. Das müsste uns jetzt vielleicht Sergei Kapustin übersetzen. Aber der ist nicht da. Stimmt. Auf alle Fälle klang das nicht allzu freundlich. Nein. Ich glaube, er wollte sich schnell wieder von diesem Mikrofon lösen. Denn er hatte eigentlich nichts zu sagen. Vielleicht einfach nur... Vielleicht heißt es eigentlich, geht dorthin, wo die Sonne nicht scheint. Jetzt einmal gelindet ausgedrückt. Gechessen! Auf Russisch, ja. Ich glaube, das darf man hier sagen. Ich glaube, ist zwar kein 18. Ep, aber jetzt im Wiener Dialekt einmal gesagt. Und hier Didier Gapp, hier als Garderobist unterwegs. Ja, glauben Sie, er wird eher zum französischsprachigen Pansifi helfen oder doch zum Bösewicht zum Russen? Ich denke, absolut neutral. Er hat hier keine Vorlieben, glaube ich. Nein, er ist immer für beide Seiten offen. Didier. Ja, sicher. Am liebsten aber Altersschnitt so 15, 16 Jahre, die hier gab. Jetzt weiß ich nicht, was Sie meinen. Auf alle Fälle jetzt die Vorstellung von Brossifi. Und wie ich es angesprochen habe bereits gestern, Igor hat etwas an Haare gelassen. Also nicht dieser Mann, nein, der ist doch gut behaart. Afro. Brossifi. Und schauen Sie diesen Knackarsch an, den bereits einige weibliche Fans ins Auge geworfen haben. Dieser Knackarsch. Achso, jetzt habe ich schon geglaubt, schon gesehen haben, in näherer Betrachtung. Nein. Die Publikum sitzenden Fans. Igor. Ein Monsterkörper, oder? Ja, durchtrainiert bis ins letzte Detail. Also müssten wir beeindruckend. Ja, eventuell also Filmrolle verdächtig, dieser Körper. Da gibt es ja diese B-Movies oft mit diesen Schlägertypen. Vielleicht. Ja, dafür wäre er ja prädestiniert. Vielleicht kommt er in einem Jet Li-Film unter mal. Ja, der könnte Humungus fragen. Vielleicht kann ihm der einen Gastauftritt in einer österreichischen Serie schaffen. Ja. Das ist Jodaland. Hier sind sie, Prinz Zephyr schägt sich hier weg. Und das hat sogar wie ein Lächeln ausgesehen. Ein Lächeln, ein kleines ein Lächeln von Igor. Aber jetzt Zephyr nochmal, Schulterblock, aber Igor bleibt stehen. Jetzt Bandschanke von Igor. Tja, also wo die Kraftvorteile liegen, das wissen wir jetzt. Ja, mit Sicherheit stärker ist Igor. Aber die Klosan geht daneben. Bansifi ist ein hervorragender Techniker. Und schnell ist er. Dropkick jetzt von Sefi. Sefi ist der erfahrene Mann hier im Ring. Ich weiß nicht, wie lange er jetzt schon dabei ist, aber mit Sicherheit an die 10 bis 15 Jahre im Geschäft. Also 15 Jahre gebe ich ihm sicher. Bei New Catch. Igor ist auch nicht so lange dabei, also ich glaube an die 5, 6 Jahre. Ja, da hat die Vorteile sicherlich bei Bansifi. Aber Igor scheut sich natürlich nicht davor, illegale Mittel einzusetzen. Jetzt ein Takedown von Igor. Es gibt ja noch weitere Wrestler im europäischen Bereich, denen die Haare so langsam ausgehen. Genug. Also, es gibt welche, denen sind sie bereits ausgegangen und es sind auch welche dabei, denen man es jetzt gerade ansieht, den Haarverlust an gewissen Stellen am Kopf. Wollen Sie da jetzt bestimmte Namen nennen oder haben Sie das nur so allgemein gesagt? Ja, mehr allgemein, aber zum Beispiel bei Leon van Gastelen haben wir es auch schon bemerkt. Achso, ja gut, er hat keine langen Haare, bei dem fällt es nicht so auf. Aber ich spreche jetzt einmal an den Medienstar, leider muss man ansprechen. Oder mit Sicherheit auch Sigmaster Rappo. Naja gut, das kommt. Wenn das erblich veranlagt ist, dann kommt das leider. Drum wechseln da viele radikal eben zu dem Glanzschnitt. Und wieder ein wunderschöner Dropkick von Bansifi. Igor wirkt etwas ratlos. Ja, also gestern hatte er, muss ich sagen, Patrick Schulz dann doch überraschend besiegt, denn dieser war ja hochmotiviert und hat die meiste Zeit des Matches dominiert gegen Igor.
Igor hat dann das Match gewonnen, aber hier sein Gegner, ein erfahrener Mann, Prinz Seffi. Und der wird sich vielleicht nicht so verausgaben wie Patrick Schulz. Nicht, der hat ja ein Feuerwerk abgebannt und war dann etwas K.O. gegen Ende. Ganz schmerzhafter Beinhebel jetzt, den sieht man ganz selten in dieser Form. Igor war ja der Topstar damals, wie die NWA Germany in Hollerbrunn war. Da war er NWA Germany Champion. Aber die Zeiten sind vorüber, Herr Peter. Jetzt ist er eigentlich wieder in der zweiten Reihe, wenn man hier sich sieht. Ja, der Roster ist natürlich stärker geworden. Low blow. Wenn wir jetzt vergleichen, wer damals dabei war. Entschuldigung. Bobby Gaetano. Jax ist jemand anderes, der ist in einer anderen Liga. Jax? Also Jax, den Namen kenne ich nicht. Oder meinen Sie den Mord? Nein, der heißt auch Jack von Mortal Kombat. Nein, mit Doppel-X. Jax. Ja, man muss ihn nicht kennen. Nein. Ja, der Bavarian Hulk war damals noch dabei. Der war dabei. Allerdings, ich glaube, das war mehr ein Legends-Match damals gegen Bobby Gaetano. Der mich jetzt natürlich auch ein wenig an Prinz Steffi erinnert. Von der Hautfarbe her. Na gut, also... Ja, Bobby Gaetano schon etwas älter natürlich. Ja, sicher, aber... Aber von der Kampfanlage her sicherlich er nicht war, so... Muss ich sagen, Bobby Gaetano war sehr agil im Ring damals. Was man von Bavarian Hulk nicht behaupten kann. Jetzt, ja, so eine Art Northern Light Suplex. Sehr ja, schön released gemacht. Und das ist ein Cover. Ein Cover jetzt 2 und Igor kommt raus. Ja, Sefi eigentlich hier immer im Vorwärtsgang, wieder aber... Ein Low Blow. Wieder ein Low Blow von Igor. Möchte er sich vielleicht hier bei der NAVA bewerben? Oh. Da muss man das ja können. Oh ja. Bei welcher NAVA? EV oder... Nein, bei der Fake NAVA, sag ich mal. Warum Fake, Herr Peter? Die geheime, die geistige NAVA von Johnny Tiger ist das. Also die heimliche. Oder wie sagt man das so? Ja, ich weiß es nicht, aber halten wir uns da vielleicht auch zurück. Vielleicht müssen wir rechtliche Konsequenzen tragen, ja, richtig. Wenn das passiert. Aber für mich ist das die Fake NAVA. Tut mir leid. Okay. Schaut ein wenig aus nach NWO, Black und White und Red und Black, so dieser Engel jetzt mit der NAVA. Soll es geben. Aber es sind wieder eine Liga mehr halt im Geschäft hier. Ja, aber streichen wir doch mal das eine A jetzt weg und bleiben bei der NWA Germany. NWA, ja, bitte. Und Igor jetzt doch etwas mit der Überhand, aber er zögert wieder etwas, das kennen wir von ihm. Wirkt manchmal etwas unentschlossen. Vielleicht ist er doch nicht der Fitteste, jetzt, was die Kondition und Ausdauer angeht. Die Muskeln täuschen ein wenig. Jetzt Uppercuts von Prezzefi. Und wieder eine Clothesline. Er erinnert mich, und das habe ich bereits angesprochen, etwas an The Dynamite Kid. Vom Gesicht her, der Igor. Vielleicht auch von der Statur. Aber das war's dann auch schon. Ja. Technisch hat er... Vielleicht schreibt er noch ein Buch in 10 Jahren. No. Haben Sie gehört? Wir haben gleich die 10 Minuten Kampfzeit erreicht. Und hier wieder etwas für die weiblichen Fans. Ein Armlock? Nein, kein Armlock. Wo Sie wieder hinsehen, Mr. Henke. Entschuldigen Sie. Ja, da kann man nicht wegschauen. Ja, Igor ist das relativ egal, er schlägt jetzt weiter auf Pulsifi ein in die Seile und... Was weiter kommen? Oh, ein Spinebuster, der Bärhag hätte das werden sollen. Ja, da hat man wieder die Kraft gesehen von diesem Mann. Wirft ihn einfach weg. Und wir haben schon öfter angesprochen, diese Kicks. Oh, da droht rote Karte. Das gibt's nicht, nein. Nein, das ist eine Androhung, denke ich mal. Das ist eine Androhung, die sind gefährlich. Heute wieder gut besucht, die NWA, also mit an die 120, 130 Zuschauern. Und wieder ein Art Knee-Lock. Sieht man sehr, sehr, oh!
Oh, herrlich! WWA-Style. Jaropiesche nehme ich an, meinen Sie? Ja, richtig. Jetzt Zephy tritt hier nach, das kennen wir, diese gibt eben die stark fragmentierten Tritte von Zephy. Jetzt zahlt es ihm zurück, diese unangenehmen Kicks von Igor. Die bekommt jetzt zurück. Da auch schon, sehen Sie mal, die Karte wieder angedroht. Das ist gelb, oder war das die rote Karte? Das war die Androhung der roten Karte. Nein, diese Kick-Up hat sich erst noch zurückgehalten. Also, glaub ich, gestern auch nicht viele Karten verteilt. Jetzt Choking hier, also, was hätte ich hier von Igor erwartet? Ja, gutes Rezept, Zephy, eigentlich mit derselben Medizin wie Igor normal verwendend. Aber sehen Sie es, Igor ist wild. Das hat ihn jetzt wahrscheinlich eher sauer gemacht, als dass es ihm wehgetan hat. Wieder ein Takedown jetzt. Das ist eine Art wackiger Dame. Das ist ein ruhiger Kampf, der immer wieder die Schnelligkeit verliert und jetzt, wie gesagt, ein Resthold. Igor probiert hier, ich sage es absichtlich, probiert hier, denn er ist nicht so ein Spezialist für solche Griffe. Aber wenn er seine ganze Kraft einsetzt, macht es ja nicht so viel aus, wenn der Griff nicht ganz sauber angesetzt ist. Also ja, er ist ein kann er viel mit Rohkraft wieder wegmachen, was ihm an Technik fehlt. Leider haben wir noch immer nicht in Erfahrung bringen können, welches Entrance-Team Igor verwendet. Am Ende auf jeden Fall, dieses Team ist legal nicht erhältlich und gäbe es nur über ihn selbst zu beziehen. Was sagen Sie dazu? Haben Sie seine Handynummer? Von Igor, ich habe... Nein, mobil nicht, aber ich habe eine Festnetznummer von Igor. In Russland nehme ich an. Ja, genau. Oh, also... Oh! Was deutet hier die Gap an? Das war ein Tiefschlag, oder? Nein, ich glaube nicht, dass er ein DX-Member ist. Nein, wieder hier. Oder hat er einen weiblichen Fan im Publikum erblickt? Ganz angedeutet. Jetzt Baby Wrestler. Und wieder ein Low Blow von Igor. Oh, das war ein, muss ich sagen, sah schon ein wenig gentleman-mäßig aus. Kurzes Bein. Sehr raffiniert auf alle Fälle. Aber jetzt hier die, das Schutzpolster weg aus der Ecke und... Und Prinz Zephy voll hinein. Es könnte ein ausschlaggebender Faktor sein, dass jetzt Prinz Zephy auf den in die ungepolste Ecke reingeflogen ist. Jetzt nochmal, aber Prinz Zephy hat blockiert. Jetzt nochmal Reversal. Igor jetzt in die Ringecke. Und Zephy mit einer Avalanche. Das haben wir auch schon gesehen gestern von ihm. Mit vollem Tempo in die Ecke und wieder ein Doppelkick. Aber es sind viel zu viele ähnliche Moves. Achtung, ein Fisherman Suplex. Mit Brücke, weit drauf. Rollt sich hier auf. Zwei und drei. Aus, vorbei. Ja, das war's. Hat sich Igor jetzt überraschen lassen. Hätte ich mir nicht gedacht. Ja, geschickt gemacht von Zephy da aus der Brücke hinaufgerollt auf Igor. Ja, und Igor konnte sich nicht mehr befreien. Sieg für Prinz Zephy. Igor ist sauer. Aber verdienter Sieger, würde ich sagen. Ja. Und damit auch unbesiegt. Unbesiegt Prinz Zephy. Gestern im Tag Team, heute im Singles Match. Und die Musik kennen wir auch, Herr Peter. Das ist der Gigant aus Wien. Die Iceman. Der seit geraumer Zeit auf der bösen Seite zu finden ist. Ja. Und der hat es halt mit einem anderen Österreicher zu tun. Ja, der allerdings schon seit geraumer Zeit in Deutschland lebt und der Publikumsliebling hier ist in Bremen. Und vor diesem Match müssen wir natürlich auch sagen, es ist ein Ausscheidungskampf. Ja, das. Danke, dass Sie das erwähnen. Denn das NWA Germany Konsortium
hat 4 Leute bereits ausgewählt, die in einem kleinen Mini-Turnier dann kämpfen werden. Und zwar, der Gewinner dieses Turniers wird am Samstag nächste Woche gegen einen Gaststar um die vakante NWA-Weltmeisterschaft kämpfen. Und das ist das erste Match. Und hier trifft die Iceman auf, wir können es verraten, Herr Peter. Ja, natürlich, auf den Publikumsliebling, Publikumsmagneten hier, Franz Schumann. Und es ist natürlich jetzt ungeheure Spannung, bereits am zweiten Tag, dass man bereits eine Entscheidung getroffen hat. Wundert mich, denn es sind ja noch andere gute Leute dabei im Roster, wie zum Beispiel Cybernick oder, sag ich mal, Bernard Van Damme. Aber ja, dieses, die Entscheidung steht. Entscheidung steht. Und wir hören die Musik. Zur Abwechslung nicht vom schwarzen Album von Metallica. Nein, und auch nicht von, Euro Wrestling Music Volume 1. Ich wollte sagen, nicht von 2, also das stimmt schon. Der Song ist auf der 1er CD zu finden. Ein Klassiker. Ja, absolut. Genauso wie dieser Mann hier. Die jungen Fans werden dieses Team nicht kennen oder vielleicht diesen Mann schon gar nicht kennen. Das ist Franz Schumann, eine Heumarkt-Legende. Ja, nicht nur Heumarkt, eine CWA-Legende. Ja, CWA natürlich. Unzählige Fäden gehabt am Heumarkt. Gegen Leute wie Fit Finlay oder... Er hat Matches gegen Jushin Liger bestritten, gegen Paul Roma. Er war in Japan und glaube ich auch in Kanada war. Und er, sag ich mal, hat auf jeden Fall das Publikum hinter sich. Er hat die Erfahrung. Das Einzige ist, Iceman ist ein unglaublicher Brocken. Er hat mit Sicherheit 20, 25 Kilo mehr als Franz Schumann. Würde ihn auch kräftiger einschätzen, auf alle Fälle. Ja, obwohl Franz Schumann natürlich auch kein Zniertel ist, wie man bei uns sagen würde. Ja, Iceman darf man nicht unterschätzen, denn auch Iceman kann Technik zeigen. Ja, absolut. Also das möchte man bei ihm fast gar nicht glauben, obwohl er zeigt es immer wieder. Dropkicks, hohe Elbow-Drops und technische Moves. Er ist einer der wenigen Ring-Giganten, die wirklich was drauf haben. Erinnert mich ein wenig von seinen Moves an Vader. Ja, obwohl er ist nicht ganz so massig, ja, nicht so sagen fett wie Vader. Ziegenbart nennen ihn die Fans hier. Das gefällt ihm gar nicht, dem Iceman hier. Es sind ja jetzt hier rechts von uns aus. Und wir sehen es wieder. Die Schumann. Red and Yellow. Ja, also bezeichnet eigentlich. Und White, bitte nicht vergessen, also, die weißen Sterne. Schumania quasi hier im Point Room. Und wie man gut gebräunt fand, Schumann. Wer uns hier Peter Biam Geschichten erzählt. Ja. Gibt es ja genug zu erzählen über Franz Schumann. Werden wir die Schumann-Lok heute sehen? Die werden wir sicher sehen. Sofern er gewinnt natürlich, dann sicher. Oder kommt sie jetzt vielleicht schon? Nein, leider nicht. Diese Boots, Hose nicht, erinnern mich ein wenig an Bikerstiefeln, wenn es nicht sogar welche sind. Ja, es sind auf alle Fälle nicht die klassischen Wrestling-Boots. Ja, viele Ringer verwenden ja eigentlich nicht mehr diese 25 Loch-Stiefeln, Wrestling-Stiefeln oder noch mehr Löcher. Und viele verwenden Turnschuhe, sie haben recht. Turnschuhe oder wie gesagt Bikerstiefeln. Oder so Art Tracking Boots. Das Iceman zieht den Headlock da zu mit seiner ganzen Kraft. Und die Technik von Franz Schumann. Aber Reversal jetzt von Iceman. Und diese Schläge sind natürlich hammerhart mit dem ganzen Gewicht, mit seinen 125 Kilo, die er hat. Aber auch Iceman hat seine Fans im Publikum. Oh, jetzt wirbelt er herum, dieser Franz Schumann, steckt aufs Top Rope und herrlich zieht er weg. Ja, Lucha-Style. Ja.
kennen wir von Franz Schumann oft genug gesehen und das verlernt er nicht. Und da hier ist sie schon. Ich habe die Schumann-Lok. Ist jetzt drüber gefahren über den Eismann. Alles klar, Baby. Ja, er hat noch genug Zeit, immer wieder mit den Fans zu sprechen. Armdrag. Ja, er kümmert sich um sein Publikum. Ist gut so, also. Lustig, und bei der Invert Germany in Heilbronn hatte ja ein Fan damals einen Suplex angefordert und den bekam er prompt von Franz Schumann. Also, ja, das ist was ein Wunsch. Fanfreundlich. Fanfreundlich, ja. Eismann wird jetzt etwas vorgeführt, da ist in dieser Anfangsphase. Noch ein Armdrag jetzt, also er wirbelt hier den 125 Kilometer herum. Wie einen, ich sag mal, 70 Kilo Schüler. Schüler hatte Franz Schumann nämlich auch schon einige. Und einer davon ist Jens van Gasteren oder Leon van Gasteren. Ja, und der hat sich ja ganz ausgezeichnet gemacht. Er ist heute auch dabei. Auch vielleicht etwas brisant, es gab ja, als der Heumarkt in Wien noch groß war, seine Rivalität zwischen der CWA und der WWA, wo man sagen kann, die CWA hat immer so hochnäsig heruntergeschaut auf die WWA. Hat sie die WWA beachtet, die CWA? Eben nicht, also man hat sie ignoriert, nicht ernst genommen, und ja. Iceman vertritt jetzt eigentlich die WWA und die CWA gibt es in dem Sinn nicht mehr. Ja, aber trotzdem, Franz Schumann steht für das, was die CWA gewesen ist. Ja gut, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob Franz Schumann dieselben Ansichten hat wie ein Otto Wanz. Also ich glaube Franz Schumann ist noch einer, der mit der Zeit geht und der das Wrestling sicherlich nicht so sterben lässt wie ein Otto Wanz. Jetzt Sideslam. Ja. Denn sonst würde er, wie gesagt, die ganzen jungen Leute nicht buchen und 10 Tage lang hier ein Turnier auf die Beine zu stellen. Da müssen wir ihm wirklich Tribut zahlen, dem Franz Schumann. Er hätte es eigentlich nicht mehr nötig, oder? Mit, glaube ich, über 40. Ja, wahrscheinlich nicht, aber er möchte es einfach und das muss man ihm natürlich hoch anrechnen. Aber richtiges Geschäft machen gibt es ja das eigentlich nicht mehr in Europa mit dem Wrestling-Sport. Nein, also eine goldene Nase wird er sich an diesem Turnier sicherlich nicht verdienen. Ja, aber wenn man Leute hat wie Werner Wassermann, dann ist es natürlich leicht, Sponsoren zu bekommen. Oh, Schoolboy! Eins! Nein, das war schnell wieder ausgekriegt vom Iceman. Wir haben schon öfter erwähnt, etwas gewöhnungsbedürftig, dieser Standing Count von Dave Morgan, ja. Und da geht schon mal raus. Aber da kann er jetzt gleich verschnaufen nach diesem Low Blow von Iceman. Und, oh, da droht an Dave Morgan. Karte, das hat er gesehen. Und, oh, was war das jetzt? Da ist wieder Franz Schumann. Er lässt ihn da gar nicht in den Ring. Dieses Outfit hat jetzt Iceman auch schon längere Zeit. Ich glaube, zu Beginn trat er mit kurzen Hosen auf. Aber mittlerweile ganz schwarz, wie das Metallica-Album. Ich habe das Gefühl, das war nicht das letzte Lied, das wir daraus gehört haben heute. Wollen Sie es aufzählen, die Songs? Also nein. Das können die Fans vielleicht machen. Vielleicht eine E-Mail an Iggy Vegas schicken. Ja. Wie viele Songs vom schwarzen Metallica-Album? Oh, was passiert hier? Oh, unglaublich! Bodyslam. Schnell ausheben, von Franz Schumann ercovert. Eins, zwei. Und jetzt nimmt er den linken Fuß. Ja, und dann kann er natürlich jetzt nicht mehr stehen. Das tut weh. Das ist ein Enkel-Lock hier. Jetzt nein. Also, nein, Franz Schumann. Nein, das tut man nicht, Franz Schumann. Nein. Bitte nicht, Franz Schumann. Die Fans feuern ihn an. Wollen das sehen. Oh. War das vielleicht doch noch der Bauch?
weiß nicht, ich glaube nicht. Nein, so weit oben war es sicher nicht. Nein, 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 nein. Nie im Leben. Iceman braucht jetzt schon relativ lang, um auf die Beine zu kommen und... Und wieder. Oh, was kommt hier? Ansatz zum Sharpshooter, glaube ich. Und da bringt er ihn jetzt ja in den Sharpshooter. Oder gibt es eine andere Bezeichnung für den Move? Scorpion. Scorpion Deathlock. Das gefällt mir. Scorpion im Beinverschluss. Ja. Sehen Sie mal, Dave Morgan drückt hier das Seil weg. Das ist natürlich... Das wird keiner schämen, dieser Dave Morgan. Ein wenig, ja, ich würde sagen, pro Schumann jetzt, Dave Morgan. Ja, aber vielleicht ist das seine Art, diese Low Blows zurückzuzahlen. Aber obwohl ja. Fand Schumann ja auch welche gezeigt Dave hat. Also. Dave Morgan hat auf jeden Fall noch Spaß im Ring als Schiedsrichter. Aktiv war er allerdings vor 2-3 Jahren noch, was ich so weiß, bei einer NWA Germany Show. Da trat er noch mal an. Nicht mit dem Kopf gegen wen, aber er war noch aktiv vor 2-3 Jahren. Ist dann jetzt aber umgestiegen aufs Refereeing. Und er plant, das habe ich jetzt vernommen, den Ring heuer noch zu verkaufen. Und zwar an eine holländische Liga. Dürfen wir den Namen nennen? Na natürlich, aber sehen Sie mal, Frank Schumann da. Frank Schumann, Kontakt und Iceman's Closing geht daneben. Und Flying Closing von Frank Schumann. Ja, also die FCW hat Interesse, den Ring zu kaufen. Ob es was wird, das werden wir in einigen Wochen erfahren. Vielleicht nennt sich Van Schumann gut oder Dave Morgan. Wir veranstalten nur 10-mal oder 10 Tage im Jahr und da kann man ruhig einmal den Ring verkaufen und sich dann den Ring vielleicht wieder zurückmieten. Oder eventuell, was auch sein kann, Dave Morgan baut sich einen neuen Ring. Es ist alles möglich, aber sehen Sie mal, Eisenmann hier jetzt am Second Rope sieht man nicht so oft von ihm. Oh, Double X Handle Blow von Iceman. Es geht ja um was in diesem Match, also... Der Verlierer ist draußen. Der Verlierer ist weg und der Sieger hat dann noch ein Match. Und wenn er dieses auch gewinnt, dann geht es um die NWA-Weltmeisterschaft. Gegen einen Europäer. Aber es wird ein Europäer sein, ich verrate nichts. Iceman wieder auf dem Second Rope. Oh! Da kassiert er einen Schlag in die Mahngegend. Genau auf den Solarplexus. Und wieder ein Low Blow. Also jetzt müsste es doch langsam eine Verwarnung geben. Ja, auf jeden Fall. Das sind schon 3-4 Low Blows gewesen jetzt. Von Iceman. Tritt auch noch nach. Sollte nicht sein. Die Seile jetzt schon mal zurück. Klose mit der linken, aber eine Big Lariat von Iceman. Also an den Hals und ans Kinn geschlagen, also knallhart. Die Seile. Oh, jetzt schon mal drauf, was Cruise-Musik. Da drückt er runter. Cover jetzt 1, 2 und ja, das war's. Das war's. Aus, glaube ich. Da hat er jetzt Iceman besiegen können. Ich dachte zunächst, hier kommt er raus, aber ich glaube, Iceman lag hier. Ja, ich muss sagen, in einer sehr prekären Situation auf dem Genick fast. Und da konnte er sich nicht mehr befreien und Frank Schumann hat dieses Match gewonnen. Tja, also Frust jetzt beim Iceman natürlich. Also ich kann es jetzt fühlen, was hier in Iceman vorgeht. Er kocht sich innerlich. Oh, da legt er sich an. Ja, das gefällt Frank Schumann natürlich überhaupt nicht, da wenn seine Fans attackiert werden von den Wrestlern. Das ist ein begnadeter Frank Schumann-Fan. Iceman hat... Ich sag mal, die Faxen dicke und
schmeißt hier wieder im Sessel herum und jetzt hat seine Jacke genommen und ja, muss aufpassen jetzt. VIP-Section. Sitzen ehrenwerte Leute drin. Und wen haben wir hier? Oh, der Medienstar. Hat er uns was zu sagen? Hallo, Michael Kovac, der Medienstar. 10 Tage Bremen. Vakante Weltmeisterschaft. Ich glaube, das wäre was für mich. Der Titel fehlt mir noch. Also, lasst euch überraschen. Mit mir ist jederzeit zu rechnen. Gemäß dem alten Rudi Carré-Motto, lassen wir uns überraschen. Und, ich bin gespannt. Denn Michael Kovac tritt jetzt im zweiten Ausscheidungskampf an. Und dieses Match ist zugleich der Main Event des heutigen Abends. Also ich bin jetzt das Leitermatch. Das Leitermatch. Nicht das letzte Match, denn wie gesagt, der dritte Kampf bei der NWA Germany ist immer der Hauptkampf. Und ich hole mir jetzt kurz was vom Buffet. Bevor ja, wir haben Zeit genug, denn es steht uns einer der längsten Auftritte im europäischen Wrestling bevor. Da hören wir es, Peter William kündigt ihn an, Michael Kovac und natürlich beliebt bei den Fans, ganz im Gegensatz zu seinem Gegner, der jetzt gleich kommen wird, und zwar ist das Mr. Natural Wonder. Hier sehen wir schon das Valet. Mr. Henke hat uns zwar versprochen, ihren Namen herauszufinden, aber bis jetzt, tja, leider noch nicht. So, ich bin zurück, habe ich mir jetzt, ich muss sagen, für die nächsten gut gerade recht zum 60, 70 Minuten habe ich mich gut verpflegt, alles mitgenommen, was man hier braucht. Ja, wir können festhalten, ein Auftritt von Mr. Natural Wonder dauert ungefähr so lang, um sich vom Buffet etwas Feines zu holen. Ja, also ich glaube, er unter den 7 Minuten von Freddy Bahne liegt aber noch, also diese Entrance. Oh, Gold Dust für Arme, haben Sie das gehört? Ein Mock von Michael Kovac. Der Medienstar hat immer Zeit für Späße. Wie gesagt, längste Entrance in der europäischen Wrestling-Szene ist Freddy Bahne mit dem Queen, wie heißt der? Zarathustra-Mix. Ja, genau. Und gefolgt eigentlich sonst von Ahmed Chea, obwohl Mr. Natural Wonder jetzt schon nahe dran war. Ja,
Apropos Ferdi Bane, ich hoffe, man wird dieses Theme dann auf Volume 3 zu hören bekommen. Denn das ist, glaube ich, schon wert, den Ferdi Bane Mix. Zuerst ist es, glaube ich, Queen und dann... Umgekehrt. Natürlich. Heißt, wie können Sie das nur schon lange nicht mehr gehört. Es wird natürlich interessant sein, wie diese beiden in einem Leitermatch hier zusammenfinden, sage ich mal. Also ich weiß nicht, ob Carsten Kretschmer, Mr. Natural Wonder, ja, schon so viele Leitermatches bestritten hat. Das weiß ich nicht. Mit Sicherheit nicht viele. Michael Kovac hat unlängst erst ein Leitermatch bestritten, voriges Jahr bei... Nein, nicht voriges Jahr, das war ja heuer. Und zwar im Frühjahr bei der GWF gegen Crazy Sexy Mike, das hat er allerdings verloren. Also nicht unbedingt gute Erinnerungen an Leitern. Und noch dazu muss man sagen, Herr Peter, es werden 2000 Mark in einem Beutel da oben befestigt. Also es geht ja nicht nur um Geld, also nicht nur um diesen Spot, sondern es geht um Geld. Wie immer. Also ein doppelter Anreiz, dieses Match für sich zu entscheiden. Also 2000 Mark könnte ich zum Beispiel schon gut gebrauchen. Ja, wer nicht? Die Swiss Money Holding vielleicht, die haben das nötige Kleingeld, aber... Aber es geht jetzt los. Mr. Natural Wonder, der ja gestern stark blutete im Hardcore-Match gegen Franz Schumann. Und dann natürlich die Dinge mit Eddie Steinblock. Ja, dieser Mann, fürchte ich, wird uns nicht erspart bleiben. Eddie Steinblock, ich habe jetzt auch... Ja, jetzt die offizielle Bestätigung von Bord, dass Eddie Steinblock jetzt dabei ist im Roster. Es war auch ein wenig kleinlich, dass man sagt, die 1000 Mark von Werner Wassermann kann man nicht akzeptieren. Ich meine, wenn Werner Wassermann die Eddie Steinblock borgt, dann ist ja, kann ihn keiner daran hindern. Ja, genau, dann ist es legitim und die 1000 Mark wurden deponiert und Eddie Steinblock ist jetzt offiziell im Roster dabei. Ja, leider. Jetzt wieder Shoulderblock von Mr. Natural Wonder. Lässt sich da schon abfeiern, als hätte er das Match gewonnen. Sein Valet hat wie immer schnell den Ring verlassen. Also es ist so ein Come-and-Go-Valet, sage ich mal. Diese Valets, die nur kurz reinkommen. Wie eben diese runden Girls, die man oft im Boxen sieht. Ah, auch mal eine nette Abwechslung. Wir kennen das ja von Wessner zum Beispiel. Die mischt sich ja immer und überall ein. Ja, Wessner... Obwohl man bei ihr... kann man das nachsehen. Wessner ist ein hyperaktives Valet. Valet und Wrestlerin, sage ich mal. Wieder in die Seile. Leapfrog von Michael Kovac und Hip-Toss. Schöner Hip-Toss von Michael Kovac. Jetzt ein Dropkick und Mr. Natural Wonder findet sich jetzt am Halmboden. Oh, da haben wir wieder einen kleinen Mock von Michael Kovac gesehen mit dem Goldstaub. Das ist absolut neu. Haben Sie das schon mal gesehen, dass einer Goldstaub verwendet, Herr Peter? Also nicht in Europa. Außer Goldust, wie gesagt. Ja, ist ein Modern Day Gladiator, dieser Carsten Kretschmer oder Mr. Natural Wonder. Der sich jetzt bereits die Leiter holt. Da haben wir sie, die Leiter. Was früh dafür? Oh, Baseball Slice! Die Leiter genau in den Magen bekommen, also es ist gründlich schief gegangen. Die Schiedsrichter sind übrigens außerhalb des Ringes, also beide, DJ Gab und Dave Morgan. Ja, es gibt ja auch keinen Pinfall oder Aufgabe, also... Und da kommt Michael Kovac runter. Sind sie da draußen schon ganz gut aufgehoben. Voll gegen die Rampe. Ja, Michael Kovac hier die Leiter reinwirft. Ich glaube, Herr Peter, die Wunde von Mr. Natural Wonder ist wieder offen. Es war ein schweres Cut, dass er gestern durch diesen Kettenschlag sich geholt hat. Und da sehen Sie es, er greift sich bereits auf die Stirn. Er ist nicht genäht worden. Er ist nicht genäht worden? Na, das ist schlecht. Ist nur geklammert und deshalb wahrscheinlich wieder aufgegangen. Aber er hat jetzt die Leiter, er schaut hinauf, während hier das Blut in die Augen tropft. Es brennt natürlich. Und da ist schon Michael Kovac. Nein, so schnell geht's nicht. Voll mit dem Kopf gegen die Leiter. Und das tut dieser Wunde natürlich auch nicht gut. Nein, da wird sie wahrscheinlich noch mehr geöffnet. Und ich glaube, bei diesen Athleten, die, ja, sag ich mal, heiß sind, da tropft dir das Blut noch schneller.
Oh, aber jetzt mit dem Rücken in die Leiter. Ganz schmerzhaft natürlich. Ja, und jetzt wird es wahrscheinlich Michael Kovac versuchen. Nein, er stellt die Leiter einmal in die Ecke. Aber er hat da sicherlich was im Schilde. Jetzt mit... Oh, Mitchell National Wonder reversed und Michael Kovac in die Ecke, in die Leiter. Die Leiter fällt hier zum Glück nicht voll drauf auf ihn. Aber jetzt, ja, oh mein Gott. Klatschen die Eingeweide in die Hände. Oh mein Gott. Jetzt Mr. Natural Wonder wieder mit der Leiter, führt er etwas im Schilde. Was kommt hier jetzt? Oh, ein Dropkick hinein in die Öffnung. Und da muss er selbst aufpassen, da kann er sich ja zumindest den Knöchel verletzen, Mr. Natural Wonder. Na, zum Glück. Ja, also ist ihm nichts passiert, aber Michael Kovac dafür. Ja. Umso mehr. Und jetzt, glaube ich, kann er nach den Sternen greifen, sage ich mal. Oh, er greift sich hier aber doch mehr auf die Wunde, aber da ist wieder Michael Kovac. Oh nein! Ich glaube, er will noch nicht. Nein, er will noch nicht. Ja, hat er gesehen, dass Michael Kovac noch frisch genug ist, um ihn daran zu hindern. Aber noch, jetzt geht es auf der anderen Seite rauf. Kennen Sie eigentlich die Sendung bei Spaß muss sein, wo diese zwei Handwerker immer auf die Leiter steigen? Das war das erste aller Leitermatches vielleicht. Ja, die sind dann auch öfters runtergefallen. Also, die waren aber keine Wrestler. Und da sehen Sie Michael, Mr. Natural Wonder, die Wunde haben wir kurz gesehen. Nicht so stark wie gestern zum Glück. Und Michael Kovac hat jetzt die Chance, drauf zu klettern. Leitermatches sind ja nur für schwindelfreie Wrestler. Oh, und da geht er runter. Ja, das sollte eine Grundvoraussetzung sein, wenn man ein Leitermatch bestreitet. Jetzt hat Mr. Natural Wonder wieder Michael Kovac, aber versucht ihn jetzt ein bisschen, ja, die Kräfte zu nehmen. Slam jetzt. Und die Leiter jetzt wieder. Was passiert hier? Oh, ein Arzt links schaut mit der Leiter auf die Brust. Und ja. Mal schauen, was er jetzt macht. Jetzt haut er ihn raus. Ja. Die Leiter ist, glaube ich, ist jetzt noch im Ring überhaupt? Aber nein, die Leiter wird mitgenommen. Wie ein Zimmermann nimmt er sich die Leiter mit. Jetzt Bodyslam auf dem Hallenboden. Oh, was passiert jetzt? Von der zweithöchsten Sposse dieser... Oh, Leiter. Ein Leap! Er hat Flying Body Press. Und hier in der VIP-Section, die heute nicht so gut gefüllt ist, sind zum Glück einige Plätze frei. Sonst kann es durchaus passieren, dass hier Leute getroffen werden. Ja, kann Mr. Natural Wonder jetzt aber davon profitieren. In der VIP-Section zu sehen zuvor wieder Werner Wassermann. Hoffentlich sitzt nicht Eddie Steinberg neben ihm. Nein, jetzt... Oh! Und wieder ein Dropkick. Das war, glaube ich, die letzte Aktion, die er zeigen hätte können. Also, sonst wäre es vorbei gewesen. Im letzten Moment. Ich denke mal, die beiden Wrestler sind jetzt kräftemäßig schon sehr, sehr geschlaucht. Am Ende kann man fast sagen. Jetzt denke ich mal, oh, das könnte hier der Finisher von Michael Kovac sein. Pancake vielleicht. Oder ein Low-Blow. Nein, ich glaube, er hat was ganz anderes vor. Oh, Slingshot in die Leiter. Ja, und Mr. Natural Wonder. Ja, er sucht wieder das Weite.
hat schon viel einstecken müssen jetzt in den letzten zwei Tagen, jetzt also heute und gestern. Ja, nimmt er vielleicht eine kleine Auszeit, weil er bemerkt, dass Michael Kovac auch nicht mehr so flott auf den Beinen ist. Aber jetzt da im Rücken von, wie eine von Katze Michael schleicht er hier aufs Top Rope. Kommt hier von der Ecke gesprungen mit einem... Oh, hier ein Dropkick. Wunderschöner Dropkick. Wow. Und da geht er wieder raus. Ja, hat seine Aufgabe erledigt. Kann jetzt wieder durchatmen draußen. Aber Herr Peter, ich habe jetzt gesehen, der Sack ist runtergefallen. Der ist draußen. Den hat Didier Gapp jetzt in der Hand gehabt. Mit nicht Steve Morgan. Nein, rechts habe ich Didier Gapp gesehen. Ach so, zum Glück. Mit diesem Sack mit 2000 D-Mark. Da ist, schaut, da sehen Sie jetzt Didier Gapp. Da jetzt müssen Sie ihn wieder befestigen, denke ich mal, oder? Das Match geht weiter. Das Match wird auf jeden Fall fortgeführt. Wahrscheinlich werden jetzt Dave Morgan und Didier Gapp versuchen, diesen Beutel wieder raufzuhängen. Vielleicht mit einer Räuberleiter. Wollen Sie da jetzt bestimmte Geschichten ansprechen? Speziell in Bezug auf Dave Morgan? Nein, aber Sie können sich ja nicht einfach die Leiter schnappen. Ja, die Leiter können Sie schnappen, aber die 2000 D-Mark sollten Sie dann doch wieder dorthin hängen, wo Sie waren. Jetzt drehen Sie mir nicht die Worte im Mund um, Mr. Henke. Gut, Banditen gibt es in allen Ligen. Denke ich mal jetzt an eine neue Liga, die man demnächst sehen wird, die VWF. Und wieder ein Leap. Ja, herrlich. Oh. Hast den Blue Express. Mittlerweile also okay bekommen. Die 2000 D-Mark hängen wieder. Circa 2,5 Meter. Ja, und da geht es draußen zur Sache. Das haben wir gestern gesehen, am Hardcore-Tag. Ja, nur heute hilft es keinem der beiden eigentlich, weil da draußen werden sie den Geldbeutel nicht erwischen. Ja, das ist etwas für die Fans, die hier hautnah miterleben können, wie es zur Sache geht. Jetzt müsste gegen den Pfosten. Und wieder ein Low Blow. Heute schon oft genug gesehen. In diesem Match noch nicht, aber hier adäquates Mittel von Mr. Natural Wonder, der jetzt versucht drauf zu klettern. Aber auch Michael Kovac ist es an der Leiter. Das erinnert mich ein wenig an WrestleMania damals. Das Leitermatch Shawn Michaels gegen Scott Hall oder Razor Ramon. Oh! Das war dann zu viel für beide, dieser Headbutt. Mr. Natural Wonder ist ja Wrestler des Jahres geworden in der unabhängigen Wahl, die nachzulesen ist im Magazin des WWFC Fanclubs von Rudi Schmalzl. Gilt als der beste deutsche Wrestler. Auf dem zweiten Seil. Ein Leg Drop. Ja. Michael Kovac ist übrigens Nummer 1 in Österreich geworden heuer. Vor Chris the Bambi Killer und dem Iceman, angemerkt. Spin Kick jetzt an den Hals. Ja, diese Kickserie, die kennen wir von Michael Kovac und Bulldog. Der Anlauf und wird hinaus befördert. Ja, da hat einen Fehler gemacht. Wo ist jetzt Mr. Natural Wonder? Michael Kovac ist draußen. Nein, Mr. Natural Wonder geht auch raus. Oder sollten wir ihn lieber nennen, damit es kürzer ist? MN Wonder. Nein, das klingt. Ja, sehen Sie mal jetzt die Kette. Ja, die Kette, die haben wir gestern schon gesehen. Bindet hier Michael Kovac fest. Nimmt sich die Leiter. Die Liga versucht hier Michael Kovac zu befreien. Und das Ober gemacht eigentlich und das und war's. Schnell wie ein, ja, wie der Räuber Hotzenplotz hat er sich hier die 2000 D-Mark geschnappt, die jetzt verdächtig niedrig hingen. Naja, Sie müssen ja rechnen, die Gap und Dave Morgan, die können nicht so hoch aufklettern.
sind ja nicht mehr die Jüngsten. Sieger in diesem Match und damit Gegner von Franz Schumann im kleinen Finale, sage ich mal. Ja, doppelter Sieger. Doppelter Sieger. Er hat doch jetzt abgewandt. Jetzt kann er sich sicherlich seine Wunde gut verarzten lassen mit der Kohle. Ohne Krankenschein. Sir Peter, wir haben jetzt ein kleines Segment vorbereitet mit einer jungen Dame, die auch hier antreten wird bei der NWA Germany. Aber noch nicht heute. Heute sehen wir sie nur mal. Sie wird jetzt kurz vorgestellt von Peter William und da sind wir ein wenig ruhig jetzt, da haben wir sie Missy Blount. Sie kennen wir. Bitte mal schön, das können wir vielleicht gleich nochmal machen, ja? Nein. Meine Damen und Herren, liebe Wrestling-Freunde, hier haben wir eine der Damen, die sich dem Wrestling verschrieben haben, die sehr viel trainiert haben, um dann vielleicht einmal dahin zu kommen, sich mit Meisterehren schmücken zu können. Ich darf dazu sagen, bevor ich Sie mit Ihrem Namen vorstelle, darf ich dazu sagen, dass ich Sie vor 6 Wochen in einem Kampf gesehen habe gegen eine sehr gute Luxemburgerin. Es war ein Wahnsinnsmatch, was die beiden gezeigt haben. Sie ist als Siegerin hervorgegangen, einer der Gründe, warum sie sich qualifiziert hat für diese Europameisterschaft. Ich darf vorher sagen, dass wir ihre Gegnerin morgen erwarten hier in Brinkum. Sie ist heute noch nicht eingetroffen. Es wird die Kroatin Vesna sein, die morgen hier antritt. Und es wird ein, glaube ich, sehr, sehr hartes Match werden. Jetzt aber die Präsentation. Aus Österreich ist sie hier zu uns gekommen, vielleicht etwas schüchtern, so im Ring, aber wenn es dann zur Sache geht, das darf ich jetzt schon versprechen, dann wird sie nicht nur alles geben, sondern dann wird sie auch ihr wahres Können zeigen. Missy Blunt aus Österreich! Applaus! Das ist kein Applaus! Und schon verlässt sie uns wieder. Missy Blunt, morgen Abend, die bessere. Ja, das war eigentlich nur ein kurzes Gastspiel von Missy Blunt hier. Ja, nicht sehr gesprächig, Missy Blunt. Ja, ich glaube, sie wird den Ring dann nach dem Kampf gegen Wesen sicherlich nicht so schnell verlassen. Oh! Hi, ich bin Leon van Gasteren, der amtierende NWA Junior Champion. Und ich werde meinen Titel hier in Brinkum verteidigen, egal wer sich mir im Weg stellt. Da haben wir Leon van Gasteren. Und heute kein Junior Title Match, oder? Also sein Gegner ist schon gar kein Junior. Ja, also das hat mich jetzt verwundert, denn Leon van Gasteren hat es heute mit einem Mann zu tun, der fast, ja, ich würde sagen, doppelt so groß ist. Doppelt so groß, fast auch doppelt so schwer. Ihn kennen wir und er wird jetzt auch vorgestellt. Und da hat auch jetzt ein Mann was zu sagen, der in der NWA Germany die Fäden zieht, nämlich der NWA-Präsident, Herr Peter. Der wird jetzt gleich zum Ring kommen. Mit der Musik natürlich, die kennen Sie. Schwarzes Album. Metallica, da haben wir ihn. Well, well, well. Könnt ihr mir die Musik abdrehen? Ich verstehe nichts. Warten Sie. Ich glaube, er will einfach nur Eddie Steinberg vorstellen, aber ich glaube, er denkt sich, er hat so eine laute Stimme, dass er hier die Musik locker damit übertreffen kann. Aber? Und diese Ansage wird mir vielleicht gerne noch einmal hören. Peter William bittet um diese nochmalige Ansage.
Wieso denn nicht? Verehrtes Publikum, ich freue mich, Ihnen heute Abend hier auf dem Grund den absoluten, den einzig wahren Superstar präsentieren zu dürfen. Und da hören Sie noch einmal die Musik. Ja, dieses Theme gefällt mir auch. Also, das können Sie ruhig zweimal spielen. Wird er bei diesem bleiben oder sich dann ein anderes nehmen? Bei diesem? Ich nehme an, der... Ja, also warum soll er sich ein anderes Entrance-Theme nehmen, Herr Peter? Und sehen Sie sich diese Gestalt. Oh, was hat er heute an, der Eddie Steinblock? Na gut, das ist jetzt sein Ring-Outfit, Herr Peter. Da werden wir ihn jetzt des Öfteren sehen hier. In dieser edlen Robe. Gold würde sogar noch besser passen, glaube ich. Ich glaube, ich bin so eben farbenblind geworden. Wieso? Oder trägt er die deutschen Farben? Also, dieser Eddie Steinblock ist ja schon eine Gestalt, eine unglaubliche, beeindruckend. Eine Ungestalt, meinen Sie? Nein, eine... Ja, hat schon eine gewisse Aura. Schauen Sie sich das an, locker und lässig, wie er da lehnt. Am ersten Abend, also gestern, am ersten Abend dieses... Entschuldigen Sie mich kurz, ich werde jetzt nur noch kurz ein kleines Bier holen, das habe ich mir verdient. Ich werde diesen Kampf dann genießen mit Eddie Steinblock. Dass wir jetzt diesen Fighter, der gerade im Angesagtpunkt ist, im Ring erleben. Meine Damen und Herren, es war eine Herausforderung, eine Beleidigung und eine Attacke gegen Natural, gegen Franzl Schumann. Eine Hilfe sollte es sein für Natural Wonder. Und dieser Mann, der jetzt in der weißen Ringecke steht, ist seit heute in das Turnier eingetreten. Ja, wir haben es gehört. Offiziell jetzt im Roster. Eine Herausforderung von Franzl Schumann mit ihrem Geld gedeckt haben. Ich präsentiere in der weißen Ringecke den Ringerriesen aus dem Norden, Eddie Steinblock. Ja, man hört es an der Reaktion der Fans. Sie können ihn nicht leiden. Und dem muss ich mich einfach mal anschließen. Ein absolut unsympathischer Mann. In der blauen Ringecke als heutiger erster Gegner hier im Steinblock. Einer der hoffnungsvollen Youngster. Meine Damen und Herren, ich präsentiere den Jungen. Leon von Gosterberg. Der Publikumsliebling hier, und auch zu Recht, ist der amtierende NWA Germany Junior Champion Leon van Gastrein. Also ich dachte, Sie sprechen von Eddie Steinblock, dem Publikumsliebling. Nein, also ganz und gar nicht. Und um Gottes Willen, man könnte ihn auch den weißen Riesen nennen, glaube ich. Ja gut, aber Eddie Steinblock ist durchaus auch hier beliebt. Er kommt ja aus Bremen, also... Wie kommen Sie jetzt darauf, dass er hier nicht beliebt ist? Ja, man hat es einfach gehört. Hören Sie doch zu. Ja, gut, es gibt natürlich... Auch Van Gastrein kommt hier aus dem norddeutschen Raum. Also, klar sucht sich hier jeder seinen Favoriten aus. Und da sehen Sie es schon. Das ist ein Kampf David gegen Goliath, Herr Peter. Der hat aber auch nichts zu melden, der Leon Van Gastrein. Ich weiß nicht, warum unterschreibt er solche Matches? Er möchte sich natürlich beweisen, er drückt sich vor niemanden. Er ist in einer Division wie Maverick oder Mr. Wayne von mir aus. Oder eventuell noch Bernard Van Damme, aber Eddie Steinblock. Oh, Wristlock jetzt hier von Eddie Steinblock. Aber da sehen wir schon, Leon Van Gastrein. Wenn es um die Technik geht, dann kommt er natürlich locker mit, aber... Völlig, diese ganz simpel. Da geht man einfach raus. Ja, aber früher nannte man sowas Mattenflucht. Das ist, war das legal oder wie meinen Sie, war das illegal? Es wird zumindest nicht gerne gesehen. Ach so, na gut. Ja, noch einmal, herrlich.
äußerst intelligent, Eddie Steinbrock. Ja, die Fans quittieren hier mit Feigling, Feiglingrufen. Vielleicht mockt er einfach nur Leon van Gastren dadurch. Aber jetzt muss aufpassen. Eddie Steinbrock jetzt auf einem Fuß. Der sterbende Schwan und... So. Hat es ihn von den Beinen geholt. Er ist jetzt schnell auf den Top-Roper, Leon van Gastren. Das hat er gar nicht mitbekommen, Eddie Steinbrock. Und als er ihn sieht, ist es zu spät. Herrlicher Dropkick. Aber er steht schon wieder. Ich glaube, das hat ihn nicht so geschwächt jetzt, diese Aktionen. Aber er sieht zumindest mal, dass Leon van Gastren was drauf hat. Dass er nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen ist, sozusagen. Jobs. Ja, dieser Eddie Steinbrock, er spielt mit dem Gegner wie mit einem Duplo-Baustein. Er lacht er noch und weg damit. Und da hole ich mir jetzt einen neuen. Aus der Spielekiste. Oh, da habe ich jetzt geglaubt, Dave, nein. Ja, wird angezählt. Wieder diese illegale Seilbenutzung. Könnte er sich mal eine Karte einfangen? Hat er mal eigentlich gar keine Karte gezückt bis jetzt noch? Doch! Doch! Gelbe Karte jetzt für den Steinbrock. Wieso? Ah, der darf doch die Seile nicht so benutzen. Also eine CWA-Legende darf das sicher. Wir kennen ja doch vom Heumarkt. Und wieder mit dem Seil. Großartige Schlachten hat der Eddie Steinbrock bestritten damals. Gegen Leute wie Tony Sinclair. Und schon damals war er ein absoluter Ungustel. Aber wieso? Wie kommen Sie da auf das? Eddie Steinbrock war auf seine aufgrund seiner Gestalt schon einmal ein beliebter Mann. Denn was wollen die Frauen sehen, Herr Peter? Sowas. Groß, stark, blond. Blond? Ja, dunkelblond zumindest. Und käseweiß. Ja, was braucht Eddie Steinbrock? Braucht nicht ein Solarium gehen. Das hat er nicht nötig. Ja. Ich dachte, der Mann hat ein Fitnessstudio. Also so sieht er aber nicht aus. Er leitet ein Fitnessstudio, das heißt ja nicht, dass er selbst die Dinge konsumiert in diesem Fitnessstudio, wie zum Beispiel Solarium, Sauna. Höchstens die Energieriegel. Er managt das Studio in Bremen. Big Clothesline von Eddie Steinbrock. Da zieht Leon van Gastren fast die Schuhe aus. Jetzt, ein Nerf Hold von Eddie Steinbrock. Ah, das ist die alte Schule. Das sieht man heutzutage nicht mehr so häufig. Hat jetzt, glaube ich, sein Gesicht auch noch umklammert mit seinen Monsterhänden. Der hat ja bald so große Hände wie ein Andre the Giant. Ich glaube, die Schuhgröße hat er 52, oder? Das könnte ungefähr hinkommen. Mit klassischem Ring-Outfit natürlich Eddie Steinbrock. Ja, und Leon van Gastren hat natürlich nichts zu melden. Nee, Nitro jetzt aber daneben. Zum Glück, weil wenn der getroffen hätte, dann wäre es wohl vorbei gewesen. Jetzt Leon van Gastren wieder in die Seile, in die Ecke, jetzt kommt nach, die Steinbrock kommt nach mit einer Clothesline. Er braucht sich gar nicht allzu anstrengen, ich glaube er gibt hier nur 60% der Steinbrock.
Man tut einfach nur, was der Gegner zulässt. Das ist wie im Tennis. Ja, und das kennt man jetzt von ihm da. Auf der Apron und mit dem Ellbogen in die Halsgegend. Aber das hat alles Hand und Fuß, Herr Peter, was hier Eddie Steinberg macht. Schade, also wenn Eddie Steinberg offiziell schon im Roster gewesen wäre, er hätte sicherlich eine Chance gehabt auf den NWA-Titel. Vielleicht nächstes Jahr. Jetzt ein, ja, das ist auch natürlich nicht ganz legal, ja, aber... Dave Morgan sagt, da zählt er nicht, das ist nicht legal und... Drückt hier Leon Vergaster in die Luft raus. Und da muss er aufpassen, denn da hat... Ja, besänftigt der Dave Morgan nochmal. Bitte keine Karte mehr. Leon Vergaster hat, ich glaube, noch keine einzige wirkliche gute Offensive Aktion gezeigt, außerdem einen Dropkick von vorher im Top Rope. Snappe und wieder der Knee Drop daneben. Was natürlich nicht heißt, dass Leon van Gastrein ein schlechter Mann ist, aber vielmehr, dass Eddie Steinbrück natürlich hier unbesiegbar ist. Also das will ich nicht behaupten. Sehen Sie mal ja zum wiederholten Male jetzt mit diesem Knee Drop daneben und das tut seinen Knie natürlich auch nicht gut. Er ist ja nicht mehr der Allerjüngste. Ja, jetzt ist natürlich Leon van Gastrein das geschickt, was er macht. Da geht's aufs Knie von Eddie Steinbrück. Aber er weiß nicht so recht, was soll er mit dem großen Mann machen, wenn er am Boden liegt? Soll er ihn weiter bearbeiten? Er will ihn jetzt zur Aufgabe zwingen. Nein. Nie, sagt er. Er gibt nie auf. Schauen wir mal, ob die Schmerzen nicht doch zu groß werden. Ich glaube nicht. Nie. Noch einmal. Nein. Man muss einmal diese monströsen Fußgelenke von Eddie Steinberg einmal überhaupt umdrehen können. Da gehört ja auch Kraft dazu. Aber jetzt in den Magen. Man muss auch ein fairer Mann werden von Gastein. Ja, aber es ist nicht ganz legal. Jetzt Eddie Steinberg in die Ringe, Leon van Gastrein kommt nach mit einer fliegenden Clothesline, alles Ding. Aber etwas zurückhaltend. Noch einmal jetzt. Oh! Weg ist er. Also da muss er aufpassen, denn wenn es da rausgeht, würde ich dann mit der Schulter. Ja, doppelt bitte zuerst mit der Schulter da gegen die Seilverankerung und dann auch noch hinaus. Also ich glaube, Eddie Steinberg wird hier warten, denn er hat es nicht eilig. Da wir sehen sie im Schatten. Da ist Eddie Steinberg schon und da ist er mit einem Double Axe Hand Blow. Und gemütlich richtet er sich seine Hosen, die es... Das muss er relativ oft machen. Anscheinend passt nicht mehr so gut offenbar. Ja, ja. Vielleicht etwas zu eng. Ja, mein Gott, vielleicht sieht man sich demnächst auf eBay. Sicherlich ein Verkaufsschlager. Ja, mit Sicherheit. Also die geht sicher um einige hundert Euros weg. Jetzt haben wir wieder eine Clothesline von Eddie Steinberg. Und das war jetzt schon fast wie ein K.O.-Schlag und... Ich glaube, jetzt wieder Schluss. Ein kleines Tänzchen. Ein Tänzchen von Eddie Steinberg. Oh, was kommt hier? Eddie Gree. Zwei. Und das war's. Das muss es gewesen sein. Eddie Gree. Ganz leicht. Der bedeutet das Ende und simple as that, Eddie Steinberg. Haben Sie diesen Sturz gesehen von Leon van Gastrein? Ja, das hat sehr schmerzhaft ausgesehen. Zum Glück war es nicht auf den Kopf, aber es war aufs Genick. Also Schulter auf einen, ich glaube ja, was war auf die linke Schulter und aufs Genick. Da muss man aufpassen. Also diesen Move sollte man vielleicht verbieten. Der ist schon fast zu hart. Der Eddie Gree. Ja. Ja, also ich möchte ihn nicht kassieren. Dieser Sieg und da ist wieder der NWA-Präsident und Eddie Steinbrück verdient der Sieger hier, der Koloss hier, der Ringriese aus dem Norden und Werner Wassermann wird sich freuen. Ja, auf jeden Fall.
wurden sicherlich einige Wetten abgeschlossen und Steinbrück hat dieses Match gewonnen und da wird sicherlich wieder das Geld fließen. Ja, also wieder Beschimpfungen in Richtung Franzl Schumann. Ja gut, entschuldigen Sie. Der hat gesagt, das ist erst der Anfang und das ist leider wahrscheinlich keine leere Drohung. Also die beiden werden sich auf jeden Fall treffen. Der Franz Schumann, der hier zum Ring kommt, heute well-dressed. Die beiden werden sich sicherlich in den nächsten Tagen irgendwann einmal im Ring gegenüberstehen und dann wird es zur Sache gehen. Da bin ich gespannt, wer da... Hören wir jetzt mal hin, was Franzl Schumann zu sagen hat. Weißt du was, Steinbrück? Gestern habe ich dich in den Klamotten gesehen, du schaust ja oberkörperfrei aus wie ein Schwein. Dass du dich traust, hier herinnen in Brinkum, in Deutschland, die deutschen Fahnen bei dir zu tragen, dass du das wagst, du bist es nicht wert, Deutscher genannt zu werden, das bist du nicht wert. Ich bin es mir selber schuldig und ich bin es schuldig dem ganzen Publikum, hier so auf die Fresse zu hauen. Aber so richtig. Du wirst hier, ich weiß es nicht, von der Terminierung morgen oder später, es ist übermorgen, wirst du hier, denke ich einmal, hoffentlich mit mir in den Ring gehen. Und ich hoffe auf das letzte Mal. Lass dich hier in Brinkum nicht mehr angucken. Lass dich hier in Deutschland nicht mehr angucken. Verschwinde einfach aus unserem Leben. Aber zuerst bist du mit mir im Ring. Ja, das hoffen wir doch alle, also dass er aus unserem Leben verschwindet. So, wir sind jetzt beim letzten Match vom zweiten Tag. Es ist wieder ein Teamkampf. Nach einigen technischen Problemen der Bilder, die es gestern gab, mit Miro zum Beispiel, der sicherlich wieder eine Gagenkürzung erhält, geht es hier weiter im Hauptkampf, also mit dem letzten Kampf des heutigen Abends, Tag 2. For all you stinking German wrestling fans who came to see your stupid heroes to win the matches, don't believe in it, cause the machine, Cybernetic Machine, will open the gates of hell. And next Saturday, I will become the NWA Champion! Beeindruckend, aber unwahr. Richtig, aber das wusste er zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Ja, das Board hat ihm einen Streich gespielt, denn die vier Leute sind bestimmt für die NWA-Weltmeisterschaft. Mittlerweile nur mehr zwei. Cybernetic muss sich andere Gegner suchen. Oder, wie gesagt, Tag-Partner. Ja, aber Decks im Titel wären ja keine ausgefochten in diesen 10 Tagen. Leider eigentlich. Und ich habe hier gerade meinen Laptop, Herr Peter, und da möchte einer fragen, ob es die Cybernetic-Maske auch zu bestellen gibt. Bis jetzt noch nicht, aber es wird darüber nachgedacht, sie ins Angebot aufzunehmen. Und wenn Sie schon gerade an einem Laptop sitzen, erwähnen Sie doch nochmal die Homepage. Von Cybernetic? In unsere natürlich. Ah, natürlich. www.video-vegas.com. Ja, und gute Neuigkeiten. Ich habe gerade in einer E-Mail erfahren, dass auf alle Camcorder seit dem Januar 2002 die Herstellergarantie auf 2 Jahre verlängert wurde. Die Frage ist natürlich nur, ob auch Geräte, die im Jahr 2001 gekauft worden sind, diese Garantie besitzen, Herr Bitter. Jetzt sagen Sie doch keine Video Vegas Internas da in die Öffentlichkeit. Das sind keine Internas, das sind technische Infos vielleicht für Leute, die auch so eine Firma gründen wollen. Nein, aber Spaß beiseite jetzt. Wir schweifen wieder zu weit ab. Hier im Team sehen Sie Maverick und Cybernetic. Nicht so erfolgreich waren gestern. Die haben was gut zu machen. Und sie treffen auf
Ja. Die Musik kennen wir, diese Dance-angehauchte Musik. Das ist Dance, ja, junger Dance, wie ich immer so sage, in Pflege. Dance ist ja eigentlich mittlerweile zeitlos. Wie lange gibt es Dance schon? Gute 10, 15 Jahre? Ja, mindestens. Und aber hier im Wrestling verwendet diese Musik eigentlich nur dieser Mann. Berner Van Damme. Und sein Partner heute, Patrick Geil, der auch was gut zu machen hat. Ja, er kann sich eigentlich aber nicht wirklich was vorwerfen, hat ein tolles Matchup geliefert, aber das Ergebnis hat halt leider nicht gestimmt. Ja, aber im Tag Match vielleicht sieht es besser aus. Da kann er seine Kräfte einteilen, da kann er nicht alleine, so wie gestern gegen Igor, zur Werke gehen. Ich denke auch, da wird dem Berner Van Damme einiges gesagt haben. Oh, Herr Bitte, Ihr Handy läutet hier. Ich gebe es Ihnen. Vielen Dank. Berner Van Damme. Chippendale of the Ring aus Brügge. Angemerkt, nicht aus Brüssel. Wie es einmal bei einer PVU-Show angekündigt worden ist. Nein, er kommt aus Brügge oder aus Brügge. Aus Deutschland und für Deutschland, Patrick Schulz. Patrick Schulz. Ja, und auf wessen Seite das Publikum steht, ist ja wohl eindeutig auch hier. Patrick Schulz ja gestern schon sehr beliebt und Berner Van Damme. Zweifellos. Ja, also ich rechne hier jetzt, dass dieses Match auf jeden Fall ausgeglichener über die Bühne gehen wird, denn Maverick und Cybernix sind jetzt schon ein wenig eingespielt. Berner Van Damme und Patrick Geil noch nie im Team gemeinsam Seite an Seite gewesen. Naja. Schwer zu sagen. Ui. Oh. Das kennen wir von wem. Das hat er sich wohl abgeschaut. Der, glaube ich, aber nie bei der NWA Germany zu sehen wird. Sein wird. Ja, hoffentlich. Jetzt die beiden jungen Talente, Patrick Geil und Maverick, sind, ich glaube, vom Alter her sehr ähnlich. Ich glaube, Maverick ist an die 20, 21, Patrick Schulz 22. Also, beide jung. Crossline jetzt von Maverick. Aber er zögert da jetzt etwas, wieder ein Tritt und fängt sich auch gleich in den Headlock ein. Patrick Schulz ist ein kräftiger Mann und deshalb wird er auch morgen beim Strongman Contest antreten. Ja, danke für die Information, Herr Peter. Ich glaube, jetzt haben wir alle, die morgen antreten werden. Ja, drei haben wir gebraucht. Die Iceman, Igor und jetzt Patrick Schulz. Gegen drei Männer, die stärksten Männer Bremens. Auf die drei können wir uns schon freuen. Ja. Seit drei sehr illustre Charaktere. Wieso das? Ja, verspreche ich mich gerade, ja, das kann ich jetzt schon versprechen. Sie meinen, sie würden auch im Wrestling eine gute Figur machen, die drei? Eine gute Figur weiß ich nicht, aber sie wären auf alle Fälle eine Erscheinung. Aha. Oh, Stärketest-Ansatz. Und Feigling bezeichnet hier Cybernick. Oh! So, die sind sich nicht mehr ganz grün seit gestern, glaube ich, die beiden. Ja gut, ich meine, schauen Sie, warum greift Maverick auf den Lederhandschuh? Ich meine, das vielleicht denkt sich ja Cybernick jetzt seinen Teil. Lass doch meine Klamotten in Ruhe. Es gibt ja, erinnere mich jetzt ein wenig an einen Popstar, der auch immer einen Handschuh trägt. Ja, aber der ist weiß. Ja. Und etwas schlanker. Na gut, wir haben ihn lange nicht mehr gesehen. Vielleicht ist er es, der King of Pop. Wrestlende Popstars sind ja immer beliebt in letzter Zeit. Ja. Nicht zuletzt Elvis ist ja auch wieder da. Elvis McQuaid, ja. Aber ich glaube, das ist nicht. Er ist der Cyber Nick und nicht Cyber Mike. Ja.
jetzt, da hat er ihn runtergeholt. Ausgekontert. Noch ein Hip-Toss. Und ein schöner Dropkick von Patrick Schulz. Ja, der macht das hier im Alleingang. Aber vielleicht verausgabt er sich wieder etwas zu viel. Aber er hatte da Bernard Van Damme in seiner Ecke. Und wieder in die Ringe jetzt. Oh, schöner Back Body Drop. Cover. Nein, das war nicht mal ein Two Count. Jetzt Bernard Van Damme im Ring. Fängt sich da gleich ein Knie ein? Ja, dieser Cybernick ist ein unglaublich, manchmal fast schon brutaler Zeitgenosse. Aber das ist sein Stil, dafür ist er in Frankreich ja bekannt oder berüchtigt. Cybernick erinnert mich ein wenig an einen Henker. In Frankreich wird er als Le Viru der Catch bezeichnet, also der Virus des Catches. Ich frage mich eigentlich, was das Cyber in seinem Namen zu bedeuten hat. Ist der sehr viel im Internet? Wissen Sie das? Nein, ich glaube, Cyber steht für, ja, für das Moderne, für das vielleicht eben aufgrund seines wirklich universellen Talents im Wrestling, was sich alles zeigt. Sie sehen gerade einen schönen 360 Grad Backbreaker. Weil wir gerade beim Internet waren, erwähnen Sie doch mal unsere Homepage, Mr. Henki. Ja, Homepage natürlich ohne Abfax diesmal, www.video-vegas.com. Neu übrigens, also die alte, die gibt es zwar noch, die Earl, aber das ist natürlich jetzt die Homepage Earl. Die German Suplex. German Suplex. Gut, steigt das weg, im Ring, Bernard Van Damme kann deshalb die Brücke nicht ganz ziehen. Maverick. Jetzt muss er rein, Maverick. Obwohl er nicht wirklich will, so wie es aussieht. Ja, er hat... Vielleicht kommt er mit der Art von Cybernick nicht klar, wie er hier taggen wollte. Aber er ist jetzt drinnen, Maverick. Seine Haare werden auch immer länger. Was probiert er hier? Und da ist schon Bernard Van Damme mit diesen stark frequentierten Schlägen. Dritten. Russell jetzt von Maverick. Bernard Van Damme rauf. Auf Stop Rope aus dem Stand und High Cross Body. Wunderbar. Zwei und da ist Cybernick. Hilft ihm doch noch dem Maverick. Ja, will dann dieses Match doch nicht verlieren. Schon gar nicht so schnell. Jetzt Maverick in der Ecke, Bernard kommt nach, aber zögert den Weg, fängt sich einen Big Boot ein. Und Elbow. Und da ist Maverick jetzt vom zweiten. Flying Clothesline. Oh, das glaube ich nicht, das 2, nein, da kommt dann Bernard Van Damme raus. Also morgen quasi, Herr Peter, ein doppelter Tag für den World Germany Strongman Contest. Und dann am Abend natürlich wieder Wrestling Action. Und da wird sicherlich volles Haus sein am Samstag. Ja, das ist zu erwarten. Jetzt funktioniert es doch schon wieder etwas harmonischer zwischen den beiden. Ja, Beziehungskrisen gibt es ja überall. Mit dem Wrestling. Die werden auch überwunden meistens. Oder man trennt sich, ganz einfach. Obwohl das im Wrestling noch etwas extremer zugeht als im wirklichen Leben. Sag ich mal, oh, wunderschöner Frankensteiner. Herrlich. Genau, da hat er einen eigenen Art von Frankensteiner. Also er dreht sich etwas auf der Seite runter, weg. Aber eine enorme Sprungkraft hat dieser Mann. Oh, was kommt hier? Full Nelson geht runter. Und Pancake. Ah, wenn das Michael Kovac gesehen hat, dann gibt's Ärger. Ja, vielleicht treffen sich die beiden noch. Und Bernard Van Damme kommt raus. Und jetzt, oh, gib mir der Boot und voll mit dem Gesicht in den Boot von Maverick. Das war eine klassische Demolition-Aktion. Hast du das gesehen jetzt?
Hat die ausgesehen wie eine Vogelscheuche, kurz. Cybernick, wie eine aufgestellte Serviette. Etwas albern, aber das kann vorkommen. Cybernick scheint hier etwas der Kopf des Teams zu sein. Ja, doch, ja. Zumindest der Gesprächigere. Aber jetzt hat er wieder... Ja, auf jeden Fall sagt er, ist sicherlich, ich glaube, er ältere, also ich glaube nicht, dass Cybernick jünger ist als Maverick. Hält ihn jetzt. Oh! Das ging schief. Ja, das ging daneben. Oh! Big Clothesline von Patrick Schulz. Er deutet es an. Den kennen wir von dem Michinoku Driver. Ja, herrlich, und das kann sein. Aber Cybernick zur Stelle. Clever gemacht. Auch clever gemacht. Er hätte es einlassen können jetzt, der Cybernick. Aber er weiß, das war ein unglücklicher Zufall. Versucht jetzt selber besser zu machen. Jetzt ist Cybernick gefangen in der Ecke. Allerdings, bei der Wanda ist nicht so ein Rulebreaker, dass er hier Cybernick bearbeiten würde. Oho! Aber da ist Cybernick. Hat er sich wieder zu viel vorgenommen, Patrick Schulz? Muss aufpassen jetzt. Und Clothesline, Macho Man Style Clothesline. Bearbeitet jetzt Maverick, Patrick Schulz, illegal in der Ecke. Und Didier Gab, ihr schaut sich mal so den Ring und die Halle an, was da sonst so passiert. Ja, also... Das ist wieder mal typisch Didier Gab. Aber, wen kümmert es eigentlich, Herr Peter? Ich bin eigentlich auf der Seite heute von Cybernick und Maverick. Aber da jetzt, in die ungeschützte Ecke. Ja, ja. Denn ich bin der Meinung, dass sich heute Cybernick und Maverick einen Sieg verdienen würden. Er wirkt ihn da jetzt in der Ecke, auch nicht legal. Die Gegner ab jetzt vielleicht etwas unkonzentriert. Was schreit, habe ich jetzt nicht verstanden, was es heißt, den versucht hier Maverick den anderen Corner zu lösen, er schafft sie nicht ganz. Aber Didier Gab ist immer noch abgelenkt. Führt eine Konversation mit Bernard Van Damme, während hier Cybernick kommt mit einem eingesprungenen Fuß. Oh, Didier Gab jetzt etwas parteiisch, sage ich einmal. Ich weiß nicht, Franzosen und Belgier hier können sich nicht so gut leiden. Ich glaube nicht. Das ist so wie wenn Deutschen und Holländer. Was kommt jetzt? Wo ist Maverick jetzt? Und da kommt Maverick mit einem Facebuster. Facebuster. Nicht voll ausgeführt. Was fragt hier Maverick? Nein, da tritt er nicht, zum Glück nicht in die Weichteile. Hat eigentlich, welchen Finisher benutzt derzeit Maverick eigentlich? Wissen Sie das, Herr Peter? Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ob er den in letzter Zeit gewechselt hat? Ich weiß es nicht. Oh, Flying Elbow Drop jetzt von Cybernick. Da ist jetzt Bernard Van Damme und dann hat es da jetzt einfach gereicht. Er hat einfach mal eingegriffen. Wieder ein Legdrop von Cybernick. Also Patrick Schulz wird jetzt da gehörig in die Mangel genommen. Und Didier Gab, jetzt kann... Nein, zwei. Didier Gab unterhält sich sehr viel mit Bernard Van Damme, das natürlich etwas auffällig ist. Oder vielleicht genießt er das, dass er mit jemandem Französisch sprechen kann. Oh ja. Doppelklos lang. Beide unten. Five,
Ey, aber keiner ist so K.O., dass er nicht wieder hochkommen würde. Jetzt wieder eine Double-Team-Aktion von den beiden, mal sehen, ob es diesmal klappt. Oh, herrliche Lariat, doppelte Lariat. Und jetzt, glaube ich, könnte es gefährlich werden für Maverick und Cybernick. Ja, die zwei scheinen einfach kein Glück zu haben mit ihren doppelten Aktionen. Wo ist Maverick jetzt? Oh, Springboard Elbow von Bernard Van Damme. Das sind Trademark-Aktionen. Da befördert er mit einer Kopfschere raus und bleibt selbst aber im Ring, Bernard Van Damme. Und Maverick, glaube ich, jetzt in großen Problemen. Wird quasi jetzt womöglich den Geiern zum Fraß vorgeworfen. Und doch noch nicht, nein. Ich habe geglaubt, man setzt jetzt an. Oh, da könnte kommen, was kommt hier? Pump Handle. In einen Power Slam von Patrick Geil. Ja, das müsste jetzt reichen. Zwei und das ist eine knallharte Aktion und das war's. Nützt kein Eingreifen mehr von Cybernick. Also schon langsam müssen wir uns, glaube ich, Move-Namen für Patrick Schutz ausdenken. Kein Problem, Herr Peter. Wir haben noch 8 Tage. Und Herr Peter, ich muss mich jetzt schon verabschieden, Sie auch. Ja, natürlich. Denn wir haben noch ein Special geplant für die Fenster-Ladies. Fenster-Ladies. Und wir kommen morgen wieder. Bis auf jeden Fall. Das war der abschließende Tag-Team-Kampf 2 gegen 2.